So, hallo, da bin ich wieder. Man hat aber Aloy auch angesehen, ihre Schuldgefühle, weil sie ihr Versprechen nicht gehalten hat und Peter nicht töten konnte. Ja. Hat man ihr wirklich angesehen gehabt. Und Hallöchen, Painful. So. Oh Gott, was ist denn hier noch passiert, wo ich kurz in der Pause war? Hilfe! Dankeschön, Anonymous, für den Gifted Sub an Wu. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich war kurz in der Pause. Ich habe ganz kurz später war ich auf Toilette. Ach, Mann. Aber es ist schön, jetzt mal ein bisschen Hintergrundwissen auch zu erfahren von den Leuten. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Ich habe dieses Haus gebaut, um uns vor jedem Sturm zu schützen. Ein sicherer Hafen. Nicht nur für mich, auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der Menschheit. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber ich werde es nie bereuen, dieses Haus mit ihr geteilt zu haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Beta sagte, deine Kolonie wäre zerstört worden. Dass du nirgendwo hin konntest als auf die Erde. Das stimmt. Nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, einen Planeten im Sternsystem Sirius, haben wir 2 Jahrzehnte ein neues Heim gebaut. Die physikalischen Grenzen der Erde, die Einschränkungen der Sterblichkeit, weg. Was wir damit hätten bewirken können, es hätte eine Utopie werden können. Stattdessen stagnieren wir in mühelosem Komfort und virtuellen Realitäten. Es brauchte einen Kataklysmus, um uns aus unserer Trance zu reißen. Was ist passiert? Ein weitreichendes geologisches Ereignis. Wir wussten, dass der Kern des Planeten instabil war, haben es aber unterschätzt. Als der Kollaps kam, war es schon zu spät. Nur einige schafften es rechtzeitig zum Schiff. Wir nahmen Kurs auf die Erde. Den einzigen sicheren Ort, den wir hatten. Den du für alle anderen unsicher gemacht hast. Nicht ich. Gerard. Er hält es für besser, eine neue Leinwand anzufangen, als die alte zu retten. Keine primitiven Stämme mehr, keine Kampfmaschinen mehr. Einfach ein neuer Anfang, bei dem alles möglich ist. Aber wir halten ihn auf. Wir müssen nur in diese Basis kommen. Hast du einen Plan, wie wir in die Zenith-Basis kommen? Wir werden uns eine Lektion zunutze machen, die wir als Kinder lernen. Kenne immer alle Ausgänge. In diesem Fall der Ort, wo Gerards neue Struktur auf das alte Fundament trifft. Ein Eingang, auf den nur ich Zugriff habe. Wenn Silence seine Armee auf die Basis hetzt, nutzen wir die Hintertür und umgehen den Kampf. Durch die Ablenkung haben wir ein Zeitfenster, in dem wir Beta und Gaia retten können. Wenn wir in der Basis sind, wo finden wir Beta und Gaia? Hier, in der Kommandozentrale. Bis dahin ist Gaia wieder mit ihren Unterfunktionen vereint, darunter auch Hephaestus. Was ist mit der Alpha-Version von Apollo auf deinem Schiff? Eine einfache Rettungsmission, wenn wir uns um die anderen gekümmert haben. Damit haben wir alles, um diese Welt so zu gestalten, wie sie sein soll. Ich frage mich halt immer noch, wie die so lange überleben konnten. Also was haben die denn gemacht? Aber gut. Vielleicht erfahren wir das ja noch. Woher weißt du von Silence Plan? Er ist nicht der Einzige, der sich mit Spyware auskennt. Du hast seinen Fokus gehackt? Nein, dazu ist er zu vorsichtig. Aber seine Untergebenen, die sind nachlässiger. Er hat den Stämmen, die zu den Söhnen des Prometheus gehören, eigene Fokusse gegeben.
Ich habe sie angezapft und viel über seine Machenschaften erfahren. Die Überbrückungstechnologie, die Bewaffnung der Tenakt-Rebellen und der geheime Pakt mit Regala, Gerards Basis, anzugreifen. Aber wie hat er eine Waffe gebaut, die deine Schilde überwinden kann? Gerade das habe ich noch nicht herausfinden können, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem funktionieren wird. Damit und mit der Tenakt-Armee ist sein Sieg zum Greifen nahe. Eine Schande, dass er enttäuscht werden wird. Regala will nur Hikaru töten und gegen die Kaja kämpfen. Von einem Angriff auf die Zenith hat sie doch nichts. Das ist der Preis, den sie für den Krieg bezahlen muss. Ohne die Möglichkeit, die Maschinen zu überbrücken, würde ihre kleine Rebellion in der Wüste versickern. Also handelt sie mit den Söhnen des Prometheus. Maschinen, mit denen sie Hikaru stürzen kann. Als Austausch für einen Angriff auf die Basis. Ihr Stolz macht sie glauben, dass sie einen solchen Kampf tatsächlich überleben könnte. Und das ohne zu wissen, wem die Söhne des Prometheus wirklich unterstehen. Und so brillant Silence auch sein mag, er unterschätzt dich immer noch. Diese Scheuklappen machen es uns möglich, Beta und Gaia direkt unter seiner Nase zu klauen. Während Hunderte von Tenakt draußen fallen. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob wir Tilda irgendwie vertrauen sollten. Irgendwie ist doch irgendwie trotzdem alles komisch. Ach, ich weiß nicht. Also kanntest du Elisabeth? Wie war sie so? Liz war alles, was sie ausmachte, finde ich, in dir wieder. Und mehr. Dein Einfallsreichtum, deine Entschlossenheit, deine Prinzipien. Du hast ihre besten Eigenschaften zu den deinen gemacht. Ich frage nicht nach mir. Erzähl mir von Elisabeth. Wie war sie wirklich? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es eigentlich nicht. Obwohl ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe, hat sie immer einen Teil von sich versteckt. So ist es seit unserem ersten Treffen gewesen. Als du Elisabeth getroffen hast, wie war sie da? War sie kalt? Unnahbar? Nicht unnahbar. Nicht wirklich. Wir trafen uns bei einem Gipfeltreffen über Machine Learning. Ein heikles Thema damals. Weil die Regulationsbehörden der KI die Daumenschrauben anlegen wollten. Liz hat eine Rede gehalten. Sie war weithin für ihre Arbeit zu automatisierter Rückgewinnung von Land bekannt. Aber in ihrer Rede sprach sie vom nächsten Schritt. Ein KI-gestütztes System, das nicht nur das tat, worauf es programmiert war, sondern die Verantwortung für seine Umgebung übernahm. Dem Leben wichtig war. Und nicht nur Befehlen folgte. Revolutionäre Ideen. Ich war fasziniert. Und ich wollte sie schon lange kennenlernen. Nach ihrer Rede beobachtete ich sie. Sie hatte mit Autorität und Empathie vorgetragen. Aber danach zog sie sich zurück. Ich wusste schon, dass Bewunderer ihr unangenehm waren. Als ob es sie was gekostet hätte, diese Rede zu halten. Ich wollte sie nicht belästigen, also ging ich vorsichtig auf sie zu. Dankeschön, Wu, fürs Danke sagen. Und viel Spaß hier mit den Emotes. Ich war bestimmt Painini. Ach, painful war das, ja? Ich weiß es nicht. Kann euch noch nicht einschätzen so gut. Guck mal, jetzt hat Wu auch einen richtig hübschen Frosch vorm Namen. Der passt sehr gut zu deiner Farbe. Und wie lange hast du denn gewartet, um sie anzusprechen? Ich habe gewartet. Und sie am nächsten Morgen angesprochen, als sie wieder zur Konferenz kam. Sie hatte gerade einen Kaffee. Sie war ausgeruht. Als ob sie sich darauf eingestellt hätte, von ihren Kollegen belagert zu werden. Ich bat sie um ein Gespräch. Und sagte dann etwas zu ihrer Rede, das ich für intelligent hielt. Ihrer Antwort nach war es das wohl nicht.
aber sie war sehr nett. Fast als ob wir uns schon kennen würden. Erst mitten in der Unterhaltung fiel mir etwas auf. Sie wusste ganz genau, wer ich war. War ein ziemlicher Schock für mich. Ich handelte mit Geheimnissen und legte großen Wert darauf, meine Anonymität zu schützen. Und so war es immer einen Schritt voraus. Ich verstand unser Treffen als eine Metapher für unsere Freundschaft. Sie schien mich immer besser zu kennen als ich sie. Das Gefühl kenne ich. Erst Val, dann Hikaru und die Tenakt. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation, aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elizabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders, dann können die Tenakt überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst, öffne ihn! Was machen Sie mit ihr? Dissoziation durch virtuelle Realität. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikromanagement. Wenn sie sich widersetzt, lassen sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Beta, kannst du mich hören? Du lebst. Sie beobachten mich. Ich kann diese Projektion nicht lange aufrechterhalten. Ihr hättet mich töten sollen. Nein. Sieh mich an. Ich hol dich da raus. Versprochen, okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Ist es vielleicht möglich? Ich kontaktiere dich, wenn es Zeit wird. Hältst du durch? Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Nun gut. Ich habe getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seine Armee weg. Ich brauche sie nicht. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das? Geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Oh. Und die wären? Meinen Freund zur Ruhe betten.
Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst, ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Die alten Horus-Titanen haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Tu, was du tun musst. Ich komme zu deiner Basis, falls du Silence überzeugen kannst. Nicht falls. Wenn. Okay. Erend, bist du da? Aloy, bist du es wirklich? Ja, bin ich. Wo sind die anderen? Wir sind bei der Basis. Was ist geschehen? Das erkläre ich dir wohl besser persönlich. Ich komme so bald wie möglich. Okay, wir warten hier auf dich. Schön, deine Stimme zu hören, Aloy. Bin ich denn hier? Okay. Ja, sie hat es echt gesagt. Ja, sie hat gesagt gehabt, dass sie ihre Schwester ist. Oh. Oh. Nur damit du es weißt, ich habe mich in dein Fokusnetzwerk gepatcht. Ah. Hallo. Na toll. Dann können uns die anderen sie jetzt nicht hören? Natürlich nicht, und sie wissen auch nichts von deiner Basis, wenn du dir deswegen Gedanken machst. Ich habe dir Daten zu den Horus-Energiezellen geschickt, die du gegen Regalas Truppen einsetzen kannst. Sag Bescheid, wenn du eine davon holen willst. Verstanden. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier unten. Hier ist auch noch irgendwas Großes. Ist hier die Sinef-Stätte, deren Lager? Könnte gut möglich sein, ne? Bin ich eingenickt? Vielleicht. Bin ich jetzt noch kaputter als vorher? Definitiv. Guten Morgen, Meno. Gilt das eine sehr komische Begleiterin? Ja, ich weiß halt auch noch nicht ganz genau, was ich von ihr halten soll. Hier ist noch was Unbekanntes. Entschuldigung. Eine Etage über mir? Ah ja, ja, hier haben wir gerade gegessen. Wundervoll. Jetzt noch gutes Wetter wäre, ne? Ach, nach unten. Oh, ich glaube, ich bin eins zu hoch, oder?
Entdeckt eine Metall. Wo denn? Doch, ne, siehst du doch noch wieder eins runter, hä? Aloha. Und Hallöchen, Battleback so. Hi. Dankeschön für deinen Raid. Na ihr? Was habt ihr Schönes getrieben? Eine Regenpause. Gut. Kommt man denn von hier unten? Nee, ne? Hier kommt man nicht lang. Oh, mein Sinn sollte das heißen. Alles gut, alles gut. Hey, na ihr? Vielleicht hier so lang? Ich bin verwirrt. Hier soll irgendwo eine Metallblume sein. Ja, da soll sie sein. Dankeschön doch mal für den Raid. Ah, ihr habt Zero Dawn gespielt. Den Vorgänger quasi. Oh, dann hoffe ich, dass ich euch nicht zu sehr spoiler hier. Für die Leute, die das nicht kennen. Aber ich suche gerade eh nur rum. Ob ich das so einfach kaputt machen kann? Hilfe, ich wurde entführt. Hallo. Ja, ihr wurde gerade rübergeradet. Nicht kaputt. Mann, da geht's halt hoch. Ja, aber da oben waren wir ja schon. Ja, wir sind ja hier schon so hoch. Jetzt sind wir hier halt immer nur wieder auf dem Dach, hä? Ich bin verwirrt. Gehen wir mal weiter. Ist ja jetzt nichts Wildes. Das ist ein weiter Weg zurück. Na, gerne doch. Ja, ich hatte nach Horizon-Streamern gesucht und auf Deutsch Markt ist da die Auswahl nicht so groß. Ach so. Aber passt doch hier. Das freut mich, das freut mich. Ja, wir haben auch erst Horizon Zero Dawn gespielt gehabt. Und dann haben wir jetzt so mit den zweiten Teil quasi angefangen gehabt. Ich spiele aber auch nur ganz normal auf der PS4, also nicht wundern. Ist jetzt kein Grafikwunder. Aber es ist trotzdem. Es sieht trotzdem dafür sehr, sehr schön aus. Viel Spaß im Lurk. Dankeschön noch für den Raid. So. Hier ist jetzt unser Lagerfeuer. Dann müssen wir da lang. Komm ran hier. Falsche Richtung. Da lang einmal. Wo ist denn deine Lebensanzeige? Die blendet sich automatisch aus, wenn man sie nicht braucht. Ich kann sie hier auch einblenden. Aber ich glaube nicht, wenn ich auf dem Reittier bin. Darf ich hier rein? Nein, ich muss ins Hoch. Entschuldigung. Also die blendet sich automatisch aus. Lang ist richtig. Ist mir nie aufgefallen, hab das Spiel auch. Die blendet sich ja automatisch aus.
Weiß nicht, ob man das irgendwie... waren Klauen und scharfe Zähne nicht gut. Ah, hier, Entschuldigung. Bitte greifen Sie mich doch nicht an. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen konnte. Aber wenn ich auf dem Pad runterwische quasi, also hast du ja auf dem PS4-Controller, hast du ja in der Mitte so ein Pad, so ein Touchpad ein quasi. Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden. Und wenn ich da raufwische und ich nicht gerade auf einem Reittier bin, dann blendet sich meine Lebensanzeige komplett wieder ein. Also die ganze HUD blendet sich dann. Wo willst denn du hin? Ich kann hier einmal absteigen. So. Und dann blendet sich nämlich eigentlich alles aus, was man nicht braucht. Und wenn ich jetzt hier rüberwische, dann sollte sich das eigentlich wieder einblenden. Genau. Und dann ist alles wieder da. Und einfach, wenn man da so rüberwischt, wieder einblenden. Die Maschine sieht mich. Und welche Maschine sieht dich? Ach, der da. Ja, Entschuldigung. Ich will hier doch nur weiter. Wo willst denn du hin? So, warte mal. Ich laufe komplett querbeet hier wieder. Hier ist so viel. Zurückteleportieren ist ja ein einfacherer Weg. Dankeschön übrigens für den Follow. Dankeschön. Elefanten. Ja. Elefantis. Davon haben wir bisher aber auch nur einen gesehen gehabt, ne? Bisher habe ich da auch noch nicht mehr gefunden. Vielleicht sehen wir irgendwann nochmal richtige Fantis. So, auf in die Base. Oh Mann. Die wirken alle richtig niedergeschlagen. Wer verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey! Kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hekaru zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia. Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor, hm? Treten wir gegen alle Rebellen an? Von den Seen ist ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa. So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Vals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihn in Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Val sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun...
Immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Zeniths besiegen. Und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein Geschenk. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Steh Hekaro bei. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehn. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte. Legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Zeniths-Schädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Zuallererst sollte ich mal nach So sehen. Es klang wichtig. Ach Mann, ey. Erend ist einfach so geil. Ich mag Erend auch total. So, sie will sich zuerst zu So. Wo ist sie denn eigentlich? So? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo So hin ist. Wo ist sie denn hingegangen? Lassen Sie mich hier wieder raus. Wenn ich rede, ich erstmal mit den anderen. Ich dachte, du würdest gegen ein paar Tenak kämpfen. Ich wollte vorher bei dir vorbeischauen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich mache, wie alle anderen, auch nur Schadensbegrenzung. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Das weiß ich doch. Oh. Gut. Gut, dass du da bist. Finde ich auch. Ein Ostausgang? Was sagte doch Ostausgang? Ah, ja, gut, nee, dann rede ich erstmal trotzdem mit denen hier drinne. Wenn ich dafür raus soll. Eddie.exe has crashed. Ja. Boah, das ist ja so traurig alles heute hier schon. Ein hellischen Ghost. Glaubst du... So geht es gut? Niemandem geht es nach dem Verlust eines geliebten Menschen gut. Sie geht besser damit um, als ich es je konnte. Das hält uns andere bei Verstand. Aber wieso hat Cortalo keinen neuen Arm? Ich dachte, das hat die PC schon beantwortet. Also er hat einen Arm, er hat einen mechanischen Arm. Aber er hat gesagt gehabt, dass er den nur benutzen möchte, wenn er muss. Quasi. Also so normal benutzt er den nicht, weil er das nicht ist. So hat er das halt beschrieben gehabt. Das ist halt nur, er ist quasi der Mensch ohne Arm. Und es wäre halt für ihn nicht richtig, wenn er die ganze Zeit diesen Arm tragen würde. Deswegen benutzt er ihn nur, wenn es halt sein muss. Zum Beispiel in einem Kampf oder sowas. Ich weiß, du hast Warten. Aber du musst noch etwas länger hier bleiben. Tu, was du tun musst, aber geht es dir gut? Wir haben nicht nur Val verloren. Beta ist fort. Es war schrecklich zu erfahren, dass meine Schwester im Sonnenreich von Derval getötet wurde. Ich hol sie zurück. Das allein zählt. Verstanden. Ihr Streit möchte ich trotzdem nicht verstehen. Ich muss jetzt weiter. Wir sollten uns beeilen, bevor Cortalo Regalas ganze Armee alleine besiegen will. Und tu mir einen Gefallen. Verschwinde nicht einfach wieder, okay? Ich gebe mir Mühe. Und Hallöchen, Shadowrex.
Hallo, ich bin gerade über die Twitch-Vorschläge hier reingefallen. Hallöchen. Der Avatar sieht ja sehr lebendig aus mit der Animation. Darf man fragen, worin der umgesetzt ist, beziehungsweise wie der gemacht ist? Das musst du dann meine Künstlerin fragen, das weiß ich nicht. Also ich kann dir das Programm nennen, mit was sie das gemacht hat. Das nennt sich so, S-Sprite oder irgendwie so. So hieß das. Und ansonsten sind es eigentlich nur quasi zwei GIF-Bilder, wenn du es so nimmst, die sich abwechseln, sobald ich anfange mit dem Reden. Und ansonsten habe ich halt natürlich ein paar Shortcuts, die hier noch so ein bisschen... Ich kann auch trinken, auch gucken. Ah ja. Die werden dann einfach nur so zusammen in ein Programm eingebunden. Sehr fleißig. Die Studien sind eine gute Ablenkung. Vor allem nach Brutstätte Gemini. Val, Beta, Gaia. Alle fort. Und das ist erst der Anfang. Die Zenith möchten uns auch unsere Zukunft rauben. Das werden wir nicht zulassen. Ah, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann so einfach synchron läuft. Ja, wir haben es ausprobiert gehabt. Wir wussten es vorher auch nicht. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir wussten es auch nicht, ob sich das jetzt irgendwie überschneidet, wenn ich anfange zu reden oder ob es dieselbe Animation weitermacht einfach. Wir haben es einfach ausprobiert und es klappt. Es klappt sehr gut, also von daher. Wie geht es dir? Vals Verlust macht alle sehr nachdenklich. Ich kannte ihn nicht gut, aber ich sehe, wie viel er den anderen bedeutet hat. Zoe und Erend scheint es am schwersten getroffen zu haben. Aber ich weiß nicht recht, was ich ihnen sagen soll. Sie brauchen Zeit zum Verarbeiten. Und was ist mit dir? Wird die Zeit deine Wunden heilen? Ich weiß nicht. Ich versuche nicht dran zu denken. Ja, vor allem Val kannten wir jetzt nur auch schon so lange. Seit dem ersten Teil. Sogar recht früh im ersten Teil sogar schon. Ach Mann. Also wirklich, das hat mir vorhin wirklich das Herz gebrochen einfach. Alle scheinen bereit zu sein, den Feind anzugreifen. Kotalo mehr als die meisten. Wäre ich diese Regala, wollte ich ihm auf dem Schlachtfeld nicht begegnen. Regala hat noch viele Maschinen auf ihrer Seite. Und da kommst du ins Spiel, schätze ich. Wenn mein Plan aufgeht. Du musst das noch seiner Mutter erklären. Aha. Warte, dafür ist, glaube ich, so eher verantwortlich. Ich glaube, die hatten da Techtelmechtel und so. Das kann ruhig so übernehmen. Also sind all die Stämme hier neu für dich? Ja, ich habe sie studiert. Der bisher faszinierendste Stamm waren die Tenakt. Eine ganze Kultur auf Grundlage der Hologramme eines alten Museums. Sie haben vieles falsch ausgelegt, ähnlich wie die Quen. Trotzdem hat das, was aus ihnen geworden ist, was Edles. Sie sind ehrenhaft und furchtlos. Und tödlich. Nein, sie haben gemeinsam gesungen. Nee, die haben sich da auch immer geknutschert. Die haben sich auch schon geknutschert, ja? Also. Das kann die so gerne machen. Ich halte mich da raus. Jetzt extra den Vorgängerteil anmachen und dann zu Wals Mutti gehen und sagen, ah, du. Der ist jetzt leider nicht mehr. Blöd. Und dann wieder ganz schnell ausmachen. Aber so kennt seine Mutter nicht, die gute Kriegsherrin. Ja, ja. Das überlebt sie schon irgendwie. Tilda, die Zenith, die Beta erwähnt hat, sie hat mich gerettet. Hat sie gesagt, warum? Sie kannte Elisabeth Sobek. Sie glaubt wohl, sie in gewisser Weise zu ehren, wenn sie mir hilft.
Sie war bereit, mir mehr über Silens Pläne und die anderen Zeniths zu verraten. Aber du traust ihr immer noch nicht. Wo ich herkomme, gilt, je wertvoller das Wissen, das ich teile, desto höher der erzielte Preis. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Aloy. Und dankeschön für den Follow. Dankeschön. Ich muss jetzt gehen. Warte auf mein Signal, okay? Ich lass dich nicht hängen. Ich weiß. So. Ostausgang, ja. Rein. Wow, wow, wow. DJ. DJ, danke schön fürs Vergiften. Dankeschön. Und Shadowrex, viel, viel Spaß mit den Fridolin-Emotes, unserem kleinen Froschi. Ich hoffe, sie gefallen dir. Hier, Aloy. Wir kamen hierher, um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Als wir von Gemini zurückkamen, schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht. Aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Welken, Wurzeln faulen im Schnee, wächst doch der Samen, so sicher wie der Stein. Aus Tod entsteht neues Leben. So ist es mit dem Land. Und so ist es auch mit uns. Ich erwarte ein Kind, Aloy. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen und den Sonnenaufgang anschauen. Ich konnte ihm nie, nie danken. Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer. Leb wohl, Val. Ich verspreche, ich passe auf sie auf.
Rita. Ich komme wieder, wenn ich kann. Aber stell doch deine Zwiebeln nicht über hier hin. Jetzt? Ich muss zum Fabrikationsterminal, um die Überbrückung auf meinem Speer zu installieren. Dann werde ich sie gegen einen Sonnenflügel einsetzen und Regala ein einmaliges Willkommen bereiten. Oh Mann. Eine fertig geschnittene Zwiebel und der Heli hinstellen, ja. Das hat ganz gut geholfen hier. Oh Mann, ey, wir fliegen hier wie nur Schlosshund, wirklich. Dass mich das mal so mitnimmt mit Wahl. Oh. Jetzt ist sie halt auch noch schwanger und jetzt halt und ohne Wahl und oh Mann. Das ist traurig alles. Okay, kann hier nicht mit ihm noch reden. Zwiebeln, komm. Wir sind teilweise echt gleich mit den Gedanken. Das ist schlimm, ey. Ich habe Erin verwandelt, Eric in einen Matschhaufen. Ja, bitte. Bitte. Ja? Ich dachte, wir könnten ein bisschen trainieren. Wenn du Zeit hast. Ich könnte die so wegnehmen. Das ist eine ganze Zwiebel. Einfach so. Überbrückung installiert. Jetzt brauche ich einen Sonnenflügel. Ich glaube, oben auf dem Berg nisten ein paar. Kommt ihr hier klar, während ich Hikaru helfe? Regalas Krieg zu beenden. Hilft das, die Sinis zu besiegen? Ja. Dann wird der Rest von uns bei deiner Rückkehr bereit sein. Okay. Joa, geht zwar nicht immer, aber joa, geht schon. Krass. Also ich kann die, glaube ich, nicht einfach so am Stück essen. Wie geht es, Erend? Er hat kurz gedacht, er hätte dich und Val verloren. Aber er ist nie daran verzweifelt. Manchmal scheint der Osaram-Dickschädel auch praktisch zu sein. Wir treffen bald auf Phantomdrohnen. Erend und Kotalo haben schon gegen sie gekämpft. Ich habe sie schon gebeten, mit uns zu trainieren. Erend bewegt sich wie ein Ochse, aber mit dem Hammer ist er gut. Shrek ist ein Vetter von mir. Ah, okay. Ja, das erklärt einiges, DJ. Das erklärt das mit den Zwiebeln, glaube ich. Ich weiß, wir wollen beide die Sinets für ihre Taten bezahlen lassen. Aber wenn wir in ihrer Basis sind, ist unsere Priorität, Gaia und Beta rauszuholen. Keine Sorge. Ich bin nicht auf Rache aus wie ein blutrünstiger Tenakt. Wo immer dein Pfeil trifft, wird meiner folgen. Hoffentlich treffen wir unsere Ziele. Ich muss jetzt weiter. Was immer du gegen Regala planst, kehr bitte in einem Stück zu uns zurück. Ich versuch's. Eieiei. So, dann sollen wir jetzt mal wieder raus. Okay, ich muss einen Sonnenflügel überbrücken. Am besten den Berg hinauf. Den Berg hinauf? Ja, okay. Hier sind genug Klettermöglichkeiten. Na dann, hoch geht's. Hoch geht's, wenn Aloy denn gerne möchte. Manchmal ist sie ein bisschen stur, was das Klettern angeht.
Naja, der Osaram will da eher mehr Rache, das stimmt ja. Der Tenak wollte eher heim, weil er sich Sorgen machte, ja. Aber Kotalo ist aber auch ein sehr okayer Dude, muss man mal sagen. Gut, da oben sind Sonnenflügel. Ich muss mich ihnen leise nähern. Die Flügel scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Fliegt vermutlich auch schnell. Geschafft. Steige einen Sonnenflügel. Können wir damit fliegen? Wie, warte, was? Nein. Oh. Oh, oh. Okay. Oh. Los geht's. Ich bin in der Luft. Oha. Okay. Warte, ich kann den lenken? Hilfe! Mach doch das nicht. Wie gehe ich denn vor? Okay, runterdrücken ist hochfliegen. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Das ist genau falsch rum. Eine Fassrolle. Jawoll! Ja, na klar. Schwindelig. Tilda, ich bin in der Luft. Dann solltest du eine Energiezelle aus einem der alten Horus-Titanen holen. Aber erst musst du die mit einem Impuls aktivieren. Ich habe dir eine Software geschickt. Um sie zu nutzen, musst du eine der Kommunikationsmaschinen, die du Langhals nennst, überbrücken. Mitten in der Wüste gibt es eine, die du nehmen kannst. Mach ich. Und jetzt sehen sie Ellie, die sind überfordert. Ich bin eher überfordert mit diesem, dass das hier ist runter und das ist hoch. Also wenn ich beim Joystick hier runter drücke, dann fliegt er hoch. Und wenn ich hochdrücke, dann fliegt er runter. Das ist das Einzige. Ah, jetzt kommen wir auch auf den Langhals, wo ich so ewig geguckt habe, wie ich da hochkomme. Wie ich den mache. Invertierte Steuerung. Schrecklich. Schrecklich. Da wärst du auch anders hochgekommen. Da ist der Langhals. Echt? Ich bin da nicht anders hochgekommen. Ich bin extra sogar auf so einen hohen Berg geflogen und... genau. Auf einen hohen Berg gegangen und wollte rüberfliegen, also gleiten. Aber das ging leider nicht. Wie lande ich mit diesem Ding? Das ist eine sehr gute Frage. Halte zum Aufsteigen R1 gedrückt. Und da ist R2. Achso, ja, so hoch und runter, ja, okay. Okay. Er landet von alleine sehr gut. Ich muss es nur überbrücken. Hätte sie zu Fall bringen müssen mit den Gerätschaften da? Nee, das war ein anderer. Ich habe den Langhals überbrückt. Gut, dann sind die Energiezellen jetzt bereit. Sammle bei einem Horus eine ein. Nordwestlich deiner Position müsste einer sein. Wenn du die auf Regalas Maschinen fallen lässt, ist da ganz schön was los. Danke für die Hilfe. Ich hab dir gesagt, dass ich helfen will. Weil der hier ist ja gerade storybedingt quasi gewesen jetzt. Ich tippe das und das an, um den Sonnenflügel zu rufen. Okay, also wie das Reittier wahrscheinlich. Wir mussten ja schon einen zu Fall bringen, aber das war ein anderer. Der hier war geschlossen, der hatte ein Schloss dran. Also da wäre ich nicht hochgekommen. Oh, okay. Hallo? Ich komme hier auch nicht runter. Sehr schön.
Aber der wollte hier gerade nicht hin. Ach, jetzt so. Ah, nicht gedrückt halten, sondern... Ah. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Eventuell dann anderer. Ja, ja, bei einem anderen mussten wir das machen. Warte, war das, das war hoch? Das war hoch, okay. Weil der hier war quasi gelockt, der hatte einen Schlüsselsymbol dran. Der war ja quasi durch Tilda jetzt die Story bezogen. In der Luft. Die können mich gar nicht gesehen haben. Regalas Rebellen. Oh, da ist die Fanti. Auf dem Weg zum Hain. Ich habe die Fanti gefunden. Hoffentlich halten Hekaro und die Tinnak noch etwas länger durch. Da ist die Energiezelle auf dem Rücken des Titan. Ach, die muss ich Zelle. Jetzt zum Hain. Wieder zurück. Der Impuls vom Langhalt sollte alle Energiezellen in der Region reaktiviert haben. Jetzt sollte ich bei jedem Horus mehr finden können. Die könnten nützlich sein. Aha. Selbst wenn ich mit Regala fertig bin. Ach, je. Ja, ja, dass wir den Titan nicht erwecken dürfen. Oh Gott. Rita will wirklich im Mord und Totschlag sehen, ey. Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass wir den nicht erwecken. Okay, also dann. Bald wird Hekaro tot sein. Es ist vorbei, Kaplani. Ich lasse sie jetzt fallen. Okay, los. Sich. Vorwärts! Schluss, Hekaro. Knie nieder, damit ich dir den Tod schenke, den du mir verwehrt hast. Sie sind aus! Die Maschinen! Sie sind alle aus! Was? Wie ist das möglich? Regala!
genug Blut vergießen. Wir klären das jetzt. Du und ich. Das sagt sich so leicht, wenn man auf einer Maschine sitzt. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit haben. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu töten. Aber brauche ich nicht? Ich nehme die Herausforderung an. Oh, ach so. Und wenn ich mit dir fertig bin, werde ich weiter schlachten. Das werden wir sehen. Es gibt ein Duell. Niemand mischt sich ein. Ha! Achio! Boah, die Lebensbalken! Geh mal weg! Hier viel Spaß mit der Säure. Ich wollte gegen eine Legende kämpfen, aber du bist nur ein Märchen für Kinder. Ohne Nein. Munition kann ich nicht. Warum ist denn die so schnell? Okay, dann machen wir es so. Ah, hatten wir gerade dieselbe Ideen, ja? Aber du kannst, kann ich auch. Okay. Wir bringen es hier zu Ende. Ja, genau. Hey, ich will ihr Schwert, das nicht mal gutes Puder-Messer. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Was nimmt man denn bei der am besten? Aber ich bin damit meinen Sprengfallen halt echt gut bedient, ne? Das können wir noch machen, genau. Unser Mutstoß. Ist das alles? Steh auf. Ich schneide dir die Muskeln raus und hänge dich an einen Baum. Naja, mit den Dingern mache ich, glaube ich, am meisten Schaden bei ihr. Ich brauche Munition. Du solltest mich anflehen, dein Leben zu beenden. Oh, man kann dem mehrere Effekte geben. Oh. Ich werde dir deinen roten Kopf. Das muss ich mit dem Pfeil. Gebe ich ihr viel mehr Effektschaden. Der Regen wird das Land von deinem Schmutz säubern. Die kriegen wir. Und wieder knie ich vor Stiefelleckern und Feiglingen. Aber gern, schlagt zu! Halt den Mund, Verräterin.
Du bist auf den Flügeln der Zehn hergeflogen und hast sie herausgefordert. Also entscheidest du über ihr Schicksal. Ich habe sie verschont. Das hat es nur schlimmer gemacht. Sie war meine beste Marschallin. Welch Verschwendung. Sie ist auf jeden Fall gefährlich. Aber vielleicht brauche ich genau das. Feiglinge! Was müsst ihr jetzt noch diskutieren? Ob du stirbst oder nicht. Warte, was? Halt, stopp! Warum soll ich denn das jetzt entscheiden? Und Hallöchen, Hami! Hey! Ich hab keine Ahnung. Weil das sein Duell ist. Ja, das hat er ja gesagt. Ja, keine Ahnung. Ede, wede, bropel. Wer frisch popel, ede, wede, weg und du bist weg. Nee, keine Ahnung. Im ersten Teil hast du das bei einem nicht so wichtigen Charakter gemacht. Nach allem, was du getan hast, kann ich dich nicht verschonen. Na, endlich. Dann hol deinen... So. Blut für Blut. Das war's dann wohl. Häuptling, das hier müsst ihr beide euch anschauen. Im Thronsaal. Ganz schön brutal hier, ja. Er hat sich unseren Wachen vor dem Hain ergeben. Hat angeblich eine dringende Nachricht für die Fremde, die Regala besiegt hat. Dann sprich. Die Nachricht ist nur für sie bestimmt. Man kommt von einem Interessierten. Ich brauche etwas Zeit allein. Alle raus hier. Steckt ihn zum Rest von Regalas Soldaten. Wir sehen uns in der Basis. Du hast den Stamm gerettet. Lass mich dir auf deiner Mission helfen. Nein. Jetzt ohne Regala kannst du dir die Zukunft bauen, die du dir erträumt hast. Also mach dich dran. Dann nimm bitte wenigstens das hier. Regalas Bogen. Möge dein Pfeil stets gerecht sein. Danke. Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Silence. Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast die Tenakt für einige Wochen gerettet. Leider hast du auch den ganzen Planeten verdammt. Falsch. Ich brauche keine Tenakt, um die Sinets zu besiegen. Oh, Aloy. Hast du nichts über den Feind gelernt, gegen den wir kämpfen? Mehr als du, wo du dich doch in einem Loch versteckst.
Meine Idee ist einfach besser als alle, die du je hattest. Na los. Nein, nicht hier. Wir machen das auf meine Art. Persönlich. Mit der Waffe, die du entwickelt hast. Und warum sollte ich zustimmen? Ich bin deine Chance, die Zenith zu schlagen und die Apollo-Kopie von ihrem Schiff zu holen. Wir treffen uns bei der Basis. Die Berge westlich von Rheinklang. Beuge dich dem unvermeidlichen Silence und halte dich an diejenige, die weiß, was sie tut. Sei pünktlich. Neuer Bogen. Ja, neuer Bogen. Ich hätte aber auch gerne ihr Buddha-Messer genommen. Tilda, ne? So nicht. Bist du da? Ich hab's geschafft. Silence ist dabei. Also geh zur Basis. Beeindruckend. Ich komme, sobald ich kann. Aber eine Maschine zur Bombe. Jetzt, wo ich fliegen kann, schaue ich, was sonst noch ansteht, bevor ich zurückkehre. Nicht, wenn ihre Kühnheit. Puh, wir wollen alle reden. Okay. Erstmal gucken, was kann denn der. Kann denn der neue Bogen? Der hat die Supidupi-Pfeile und was hat er dafür an? Der hat noch irgendwelche anderen Pfeile. Also, jetzt bin ich aber gespannt. Hier gab es doch eine Werkbank, oder? Gibt es keine Werkbank hier? Ja, aber ich habe hier Flugschreiber für dich. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Ich habe dir mehr dieser Stimmen gebracht, die du sammelst. Noch eine Chance, mehr über diesen verlorenen Krieg zu erfahren. So, ich werde da mal weiter noch ein bisschen schaffen. Und danke nochmal für die Antwort und das Gift. Kein Problem. Kein Problem, Shadowrex. Komm noch gut durch den Tag. Sag Bescheid, wenn du mit den Stimmen handeln willst. So, ich dachte, ich kann dir das geben. Hier, Aufzeichnungen abgeben, oder nicht? Hey, ich habe mehr der Stimmen, die du suchst. Ich kann sicher viel von ihnen lernen. Ach, muss ich das mit dir tauschen, oder wie? Aber ich will doch gar nicht tauschen. Kannst du einfach haben. Gut, mit Bebenzahnstoßern. Donnerkäferschweif. Brauchen wir davon irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Mann, die kann ich mir sowieso nicht leisten. Ich hab eh nur. Ach doch, das kostet nur eins. Okay. Ja, komm, nehm ich das mit. Keine Ahnung. Wir müssen noch so viel über diesen Krieg lernen. Jede Stimme, die du bringst, hilft mir beim Verstehen. Ich hoffe, du findest in den Aufnahmen, was du suchst. Genau. Bitte bestimmt. Mehr Stimmen aus dieser Kiste. Sehen Sie die JTF-10? Diese neuen Visionen sprechen zu allen Tenakt als Einheit. Also, Aloy. Du hast eine weitere Großtat vollbracht. Und deinem Blick nach zu urteilen, bist du noch lange nicht fertig. Nicht ganz. Können wir etwas tun? Das schulden wir dir. Nach allem, was du durchgemacht hast, unterstützt du Hikaros Forderung nach Frieden extrem. Nicht nur zwischen den Clans, auch mit den Kaja. Du hast mein Wort.
Dann mache ich das. Und solange ich lebe, werde ich dafür sorgen, dass der Stamm weiß, was du für uns getan hast. Will ich einfach mehr tun? Für den Clan, den Stamm. Bist du nur heute eine Verbündete? Dann trete ich auch bei. Ja, nur heute. Morgen bin ich deine Feindin. Ich weiß. Aber dann wird dein Kopf rollen oder so. Vielleicht sogar bei einem Kampf in der Arena. Oh, den kennen wir doch auch noch. Und so haben uns die Flügel der Zehn gefunden, als es am dunkelsten war. Ich bin keine lebende Legende, Yetaka. Vielleicht nicht, aber wir werden immer in deiner Schuld stehen. Aloy, willst du nachher eine Runde Streit spielen? Okay. Übrigens habe ich seit unserem letzten... Die Flamme der Wüste fliegt jetzt auf den Flügeln der Zehn. Hören die Wunder denn nie auf? Ich dachte, du wolltest neutral bleiben. Wenn du meinst, dass Hikaru es wert ist, für ihn zu kämpfen, dann reicht mir das auch. Welche Ehre? Die Ehre ist meinerseits. Sei gegrüßt, Kriegerin. Ach, der. Bestimmt schön, dort eine Freundin zu haben. Hier ist auch die Stimme. Die ist überall. Wenn du verletzt bist, geh zu einem Kräuterkenner. Was du bei der Kohlrut gezeigt hast. Sowas. So. Hallo. Ich hätte gern Vogel. Ach nee, warte. Vogel. Vogel? Geschenkt. Jetzt kann ich zu den Wolken fliegen. Ach nee, warte. Nie? Hoch? Ich komme mit der Steuerung noch nicht so gut klar. Also so macht Karte erkunden ja denn doch ein bisschen mehr Spaß, ne? Hey, morgen ist er dran, ja natürlich. Und so kommt man eigentlich recht schnell von A nach B, ne? Deswegen, ich hätte mich jetzt auch teleportieren können, aber wir können ja auch mal ein bisschen die Aussicht hier genießen. Das ist schon verdammt cool. Flap, flap, wie genau. Flap, flap. Ich muss nur mit der Steuerung hier noch klarkommen. Ja, das war nicht die richtige Steuerung. Vogel? Können wir noch mal bitte... Entschuldigung? Danke. Können wir den denn absetzen, theoretisch? Aber ich flieg noch schon weiter. Anja kennt Shadowrex? Okay, cool.
Aber man trifft irgendwie immer und überall irgendwelche bekannten Gesichter. Bevor ich Landfall verließ, hörte ich ein paar Seeleute über ein Problem mit einem unserer Schiffe reden. Ich weiß nicht, worum es ging, aber es könnte unsere Rückreise behindern. Das klingt nicht gut. Ich halte nach Ihnen Ausschau, wenn ich wieder in Landfall bin. Ja, wenn ich irgendwann mal wieder in Landfall bin, gar kein Problem. Hilfe? Okay, mit dem Fliegeflieg ist das mit den Ladezeiten, die einfach so random kommen. Aber ich steig lieber ab. Hier ist es halt ein bisschen schlimmer, ne? Weil er halt öfter laden muss. Als wenn wir zu Fuß losgehen. Hey, der Besserwisser ist hier. Du weißt schon, dein Fokuskumpel, Danny lächelt. Ich habe ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt. Okay, danke. Nun, Silence. Hast du endlich eine Tür gefunden, die du allein öffnen kannst? Ich freue mich, dass es sie gibt. So musste ich mich nicht mit deinen Freunden herumschlagen. Genug geplaudert. Ich denke, du schuldest mir eine Erklärung. Deine Pläne für die Zenith-Basis. Das stimmt. Ich schulde dir was. Einen Speer durch die Kehle, weil du mich belogen hast. Dort im Hades-Labor. Ich bezweifle, dass du mich deswegen hergebeten hast. Nein. Ich brauche deine Hilfe. Also bekommst du eine letzte Chance. Aber wenn du mich je wieder hintergehst, töte ich dich, egal wie die Umstände sind. Verstanden? In Ordnung. Obwohl wir beide nicht mehr viel Zeit haben, wenn du es nicht schaffst, dass wir in die Basis kommen. Hey Leute, ein anderer Gast ist hier. Sie, kommt zu dir. Danke. Gutes Timing. Ehrlich gesagt, ich kriege uns nicht in die Basis. Aber sie schon. Deine Freunde sind ja noch schlimmer als gedacht. Du magst keine Überraschungen, oder? Schau mal, ist das deine kleine Erfindung? Funktioniert die Waffe? Ohne Selbstzerstörung? Aber natürlich. Ich habe die Makel ausgebügelt, das Design und die Wirkung verbessert. Wie können wir sicher sein? Soll ich es vorführen? Genug, ihr beiden. Es geht uns alle an. Zumindest jetzt. Rede mit Erend. Sag ihm, dass ihr eigene Zimmer braucht. Ich komme euch besuchen, wenn ich kann. Okay. Oh nein, erst du. Das Vertrauen scheint sehr groß zu sein. Ich sollte alle im Kontrollraum versammeln, damit Tilda uns sagen kann, was sie über die Zenith-Basis weiß. Das hier kennen wir aber eigentlich schon alles, ne? Ich dachte, hier kommt vielleicht auch nochmal was Neues hinzu. Aber sah nicht so aus. Hast du Cortalos neuen Arm gesehen? Ja. Ich hätte nie gedacht, mit Fleisch verbundenes Metall zu sehen. Er wirkt zufrieden damit. Vermutlich, weil er mich damit einfach zerquetschen könnte. Ein schöner Gedanke. Ja, okay, so. Aloy. Anscheinend haben wir interessante neue Gäste. Aber schön, dass es dir gut geht. Du sollst bei den Tenakt für Aufregung gesorgt haben. Ich hätte fast gedacht, du kommst auf einem Sonnenflügel durch die Decke. Ich muss dich leider enttäuschen. Habt ihr mit unseren neuen Freunden geredet? Erend und ich wollten mit Silence sprechen. Aber offenbar ist unser Stammesgetue völlig unnötig. Sympathisch, oder?
Und Hallöchen, Ultra-Ober. Hi. Ultra-Rober, es tut mir leid. Hi, na, wie geht's dir? Bereit, zur Zenith-Basis zu ziehen? Was auch kommt, wir halten durch. Was hältst du von unserem neuen Zenith-Mitglied? Ich finde, sie riecht wie der Tod, aber sogar der Tod riecht nach etwas. Sie ist mehr wie ein kaltes Stück Metall. Entschlossen, jede Spur von Leben abzustoßen. Sie ist definitiv anders. Ich muss gehen. Ich vertraue auf euch, dass hier alles zivilisiert zugeht. Ich sorge dafür, dass Eren Silence nicht schlägt, wenn du das meinst. Danke. Das kann doch lustig werden, glaube ich. Wir haben jetzt das Silence hier in unserer Basis. Und eine von den Zenith. Ich, weiß ja nun auch nicht. Weil wir auch so tolle Erfahrungen mit Silence gemacht haben. Silence. Du bist geflogen. Kotalo hat's erzählt. Und hast Regalas Maschinen ausgeschaltet. Oh, weißt du was? Ich weiß gar nicht, wieso mich das überrascht. Wie ich sehe, haben wir Besuch. Und eine neue Waffe. Heißt das, wir sind bereit, die Zenith herauszufordern? Fast. Du hast bestimmt gesehen, dass Tilda hier ist. Unsere eigene Zenith. Ich wäre fast zu ihr gegangen, um ihr, jede Frage zu stellen, die ich zum Vermächtnis habe. Jeder Wahrsager, den ich kenne, würde töten, um 5 Minuten mit einem der Alten zu verbringen. Doch nun, da sie hier ist, fühle ich mich nur etwas unbehaglich. Ich weiß nicht, ob ich Angst habe, mehr unbequeme Wahrheiten zu erfahren oder bloß vor ihr. Womöglich beides. Ja, manchmal ist das gar nicht so toll, ne? Ich hoffe, unsere neuen Gäste haben sich benommen. Dieser Silence. Ist er derjenige, der die Waffe gebaut hat, die Zenith-Schilde überwinden kann? Ist er. Obwohl ich nicht glaube, dass er Fragen dazu beantworten wird. Er weigert sich, uns niederen Sterblichen seine Geheimnisse zu verraten. Oh. Kennst du dieses gewisse Extra von uns, das uns warm, freundlich und herzlich macht? Unsere Seele? Ja. Er wurde ohne eine geboren. Je länger sie da ist, desto weniger lächelt sie. Das tut mir voll leid. Weil sie immer mehr schreckliche Sachen quasi rausfindet. Ist es dir wirklich recht, auf diese Mission zu gehen? Ich weiß, das alles muss sehr schnell für dich gehen. Ich habe schon Ozeane und Verrückte bezwungen, die sich für wiedergeborene Ahnen hielten. Wieso nicht auch ein paar Unsterbliche mit tödlichen Drohnen unter ihrem Kommando? Schätze, je mehr, desto besser. Ich muss ein paar Dinge zu Ende bringen, aber bleib wachsam. Ich bin bereit, wenn du rufst. Na, Eren, wie geht's dir so mit Silence? Oh Gott. Aloy, du hast einige interessante Freunde mitgebracht. Mm-hmm. Ich wünschte, wir würden sie nicht brauchen. Aber Silence und Tilda sind aus einem Grund hier. Ja. Der Feind meines Feindes und so. Stimmt's? Ja. Genau das. Hast du mit Tilda gesprochen? Ich habe es versucht. Die würde nicht mal neben einer Schmiede wärmer werden. Und du meinst, sie will helfen? Ich denke schon. Hoffentlich. Sieht so aus, als würde keiner unserer Gäste Ärger machen. Noch nicht. So... Kotalo sagt, du wirst geflogen. Das ist neu. Ich gebe ihr mein Bestes, um lesen zu lernen. Und du hast da draußen den ganzen Spaß. Keine Sorge. Bald kannst du bei dem Spaß auch mitmachen. Mit den Zeniths. Ich freue mich drauf. Okay. Jetzt wissen wir aber auch wirklich direkt von Eren, dass er eigentlich gar nicht lesen kann. Deswegen hat er auch am Anfang so nach Bildern und Musik und sowas gesucht gehabt. Und Audiodateien, weil er die halt versteht. Ich habe mir schon sowas gedacht gehabt, dass er vielleicht gar nicht lesen kann und deswegen halt mit diesen Daten überfordert ist. Aber ja, jetzt hat er es ja selber gesagt.
Hallöchen, White Chi. Hallo. Hallöchen, die lieben Nikolaus, Ellie. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Silence bleibt wohl für sich, wie üblich. Ich hatte gehofft, dass er mir einen Grund gibt, ihn in den Boden zu stampfen. Bitte nicht. Willst du mir etwa sagen, dass es dich nicht in den Fingern juckt? Nach allem, was er getan hat? Sicher. Später. Jetzt gerade hat er etwas, das wir brauchen. Er wollte nur Spotify nicht bezahlen. Das kann auch sein. Mal los. Na, du weißt, wo du mich findest. Naja, selbst wenn, ist das eine andere Sprache. Ja, aber er kann ja die Audiodateien ja auch verstehen. Und die Audiodateien, die wir hören, sind ja auch in unserer Sprache quasi. Denke ich mal schon, dass er das eigentlich versteht. So. Weißt du was? Wir haben noch nie Maschinenstreit gespielt. Oh nein. Mir reicht schon, dass Cotalo mich ständig... Wie geht's denn dahin? Versammle deine Gefährten, geh den Plan für die Zenith-Basis mit ihnen durch. Fertig machen. Wer sagt, dass ich gut darin bin? Bei meinem Glück bist du bestimmt ein Profi. Aha. Ja. Aber ich würde sagen, dass wir das mit der Versammlung beim nächsten Mal machen. Ich glaube, das war heute genug. Dass er einfach wieder auftaucht. Ach Mann, ey. Ach so. Das tut mir alles so leid. Und wir haben heute so viel hier erlebt und alles. Ich glaube, es ist wirklich ein guter Punkt, um für heute den Schluss zu machen.